Diesen Namen Schmerz muss weg. Schon locker, gell? Ja. Wie viel hast du jetzt? 1-2. 1-2, nochmal noch. Ist das so eine Sekte oder was? Nein, das ist Jesus. Du musst schauen. Ja. Hey, du hast jetzt mitgemacht, Jesus. Ja. Im Namen Jesus machen wir nochmal 2-3. In Jesu Namen der Schmerz muss weg. Das hat mein ganzes Körper einfach allerdings. Du spürst Energie, du spürst das Kribbeln. Das ist göttliche Energie, das ist Jesus, der jetzt das heilt. Ja. Du mal checken nochmal. Ja, wo ist der weg? So, hier unten. Aber das ist echt weg. Ist weg. Halleluja, gib mir 5. Hey, gib mir 5. Das ist der Name Jesus. Weißt du, warum hat das Jesus weggenommen, das Schmerz? Weil er es schon dreht für dich. Er liebt dich mega. Er hat alles, was uns belastet, Sünden und Schmerzen, hat er dreht für uns. Weißt du, das ist so real. Und du, hast du auch noch Schmerzen? Nein, es geht schon. Ja, wie viel hast du von 0 bis 10? So 5, so ein bisschen mehr Verspannung. 5, okay, ja, das bringen wir jetzt. 2-3. In Jesu Namen der Verspannung muss verschwinden. Du mal checken. Hast du noch Wärme gespürt, das Kribbeln? So ein bisschen kribbeln. Ja, kribbeln, gell? Ja, das ist göttlicher Strom. Das ist nicht 22 Volt, das ist göttlicher Strom. Das ist ganz anders. Das ist die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten verweckt hat, aus der Hölle rausgenommen und in die höchste Position vom Universum gesetzt hat. Warum wird das gefilmt? Ich frage nur. Ja, genau. Also hey, komm an, das ist die beste Nachricht, die es gibt. Musst du mal hören hier. Der erste Punkt, magst du schnell hören? Das Herz bedeutet, Gott liebt dich, er hat einen Plan für dein Leben, oder? Er hat uns geschafft, zum Beziehen mit ihm, hätte ich wollen. Einverstanden soweit, kommst du mit mir. Und das zweite Punkt, es hat eine Trennung zwischen Mensch und Gott. Und darum haben wir all das Leiden auf dieser Welt. Krieg, wir verletzen einander, werden missbraucht, manchmal missbrauchen wir andere. Gott hat uns nicht so geschaffen, er hat uns vollkommen gemacht, oder? So wie er auch vollkommen ist. Und die Welt hat er nicht so geschaffen, wie sie jetzt ist, oder? Einverstanden. Am Anfang war das Paradies, oder? Warum ist das so geworden? Warum sind wir so geworden? Mit der egoistischen Natur. Ja. Zu viel haben wir wollen. Ja. Zu gierig sind. Ja, gierig sind, genau. Aber warum sind wir so gierig geworden? Warum? Ja, wir sind Menschen. Ja, genau. Menschen sind gierig. Genau, aber warum sind wir so geworden? Gott hat uns am Anfang nicht so geschaffen. Er hat uns vollkommen gemacht, so wie Gott. Adam, genau, du weißt es. Genau. Also Adam und Eva haben sich eigentlich Satan unterworfen. Haben so seine egoistische, ja genau, und haben so seine egoistische Natur von Satan übernommen, weißt? Und wir natürlich auch, weil wir von Adam abstammen, oder? Darum sind wir so. Magst du nochmal schnell hören? Und stell dir vor, kannst du mit so einer Satansnatur beziehen kann mit Gott? Das ist unmöglich, oder? Und darum sind wir abgeschnitten vom Leben und haben die tiefe Wunde in uns, weißt du, was ich meine? Und wir suchen es die ganze Zeit stopfen mit irdischen Sachen, mit Ferrari, mit Frauen, was auch immer. Aber wir können das nicht füllen. Ein gottförmiges Loch in deinem Herz kann nur Gott füllen. Und darum ist es so wichtig, dass wir eine Beziehung haben mit Gott. Aber das ist nicht möglich, einfach aus uns raus. Weil wir haben Satans Natur immer noch, oder? Und jetzt ist die Frage, dass wir nicht das gleiche Ort herkommen wie Satan. Gott will, dass kein Mensch in der Hölle landet. Er will, dass jeder Mensch mit ihm die Ewigkeit verbringt, im Paradies. Und für das brauchen wir Rettung. Einverstanden? Wir brauchen Retter. Wir können nicht selber aus dem Schlamassel raus. Ja. Und Gott hat die Rettung geschaffen. Wie? Wie hat Gott die Rettung geschaffen? Hast du eine Idee? Ja. Ja, sag. Du weißt es. Ist gar nicht. Vor 2000 Jahren war es. Jesus. Siehst, du weißt es. Ja. Ich habe es gewusst, du weißt es. Es ist so krass. Jesus ist dein Retter, oder? Er ist ja unser Retter. Weil er hatte keine Sünde. Er ist von Gott gekommen und hat alle Sünden von uns Menschen auf sich genommen. Er zahlt mit seinem Leben. Gott hat die ganze Menschheit versöhnt mit sich. Aber für eine Versöhnung braucht es zwei. Jeder von uns ist gerufen, um sich zu entscheiden, dass wir Jesus annehmen. Sonst bringt es überhaupt nichts, was Jesus gemacht hat am Kreuz. Erst dann, wenn wir es annehmen. Oder? Wenn wir sagen, ich glaube an Jesus, bist du mein Retter, mein Herr. Einverstanden? Genau. Aber das ist wie bei einem Geschenk auch. Es braucht einen Geber und einen Nehmer. Nützt dir nichts, wenn du einen Scheck von 1 Million Franken vor der Nase hast. Wenn du es nicht nimmst, nützt dir überhaupt nicht. Aber wenn du daran glaubst, etwas drauf hast, gehst du auf die Bank, dann gehst du einlösen und hast etwas von dieser Million. Oder? Und das Gleiche ist mit dem, was Jesus für dich erworben hat am Kreuz. Er hat alles Gute, was du nur kannst vorstellen, hat er für dich erworben. Wenn du Jesus annimmst, kommst du alles Gute über, was du nur kannst vorstellen. Glück, Frieden, Freiheit. Freude, bedingungslose Liebe, Rettung, Befreiung von Depression vor allem und Heilung auch, körperliche Heilung. Darum erleben wir das in Jesu Namen, immer wieder Heilige, weißt du?
die Leute geheilt werden. Das ist, weil Jesus das alles für dich schon gezahlt hat und erledigt hat. Das ist alles gut, oder man kann es vorstellen. Da findest du nie auf dieser Welt den tiefen Frieden und Heilung und Befreiung. Das kann nur Jesus. Darum ist da die wichtigste Entscheidung, dass du Jesus annimmst, für dich persönlich. Lass uns nochmal veranschaulichen, die ganze Welt wird zu Grund gehen. Aber Gott will, dass jeder Mensch die Ewigkeit mit ihm kann verbringen, auf der neuen Welt, weißt du? Und was ist da die Brücke? Die einzige eine Möglichkeit gibt es, um gerettet zu werden. Du hast es gesagt. Das ist Jesus, genau. Komm an, gib mir Feier. Ja. Das ist gut. Das ist die Message. Die schlechte Nachricht, ja, wir sind durch unsere Sündenhaftigkeit verloren. Aber die gute Nachricht ist, Jesus ist unser Retter. Einfach Jesus annehmen, das ist ein persönlicher Entscheid. Es geht nicht um eine Kirche, nicht um eine Sekte oder sonst irgendwie eine Organisation, sondern ich bin einfach da im Auftrag von Jesus. Einfach als Jünger Jesus. Weißt? Ich habe Beziehung mit ihm. Weißt du, das hier? Das hier hat nur zu tun. Filmen. Ja, das ist nur zum anderen ermutigen, wie einfach das ist, mit Leuten über Gott zu reden. Wie? Sprach. Ja, hat es dir gefallen, ehrlich? Ja, hey, komm an. Ja. Hey, komm an, ihr rackert das Lachen mit Jesus. Gell? Du kannst einfach in einem Gebet sagen: Jesus, vergib mir alle Sünden, komm in mein Leben, du bist mein Herr, ich möchte dir nachfolgen. Ganz einfach. Ist gut. Gib dir ein Mittag, kannst du in aller Ruhe zu Hause schauen. Da kannst du, das ist drauf. Schau mal, musst du mal schauen, da. Das ist der YouTube-Kanal da. Ja. Ja. Hey, merci vielmals für eure Offenheit. Schöne zusammen, gell? Tschüss, ciao.